Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich stelle mich auch einmal ganz kurz vor. Mein Name ist Dennis Rohrschneider. Ich bin bei der Kommunado als Projektleiter seit 2019 tätig und jetzt auch hier mit ihr Ansprechpartner für das Thema Monday.com. Ja. Wir zeigen. Ja, bitte, Anteil, Achso, ich dann. wollte mich auch noch vorstellen. Hallo, ich bin der Antal Miek. Ich bin auch hier heute Ihr Host. Ich bin Berater für die Kollaborationslösungen und genau im Besonderen heute für Monday.com. Genau. Jetzt das Wort Genau, wieder an wir dich. zeigen Ihnen, danke dir, Anta. Wir zeigen Ihnen heute die Integrationen zu Monday.com von verschiedenen Tools, sei es Microsoft Teams oder Jira beispielsweise. Gucken aber auch nochmal ganz kurz vorher auf die Agenda. Also zuerst werde ich Ihnen noch einmal kurz vorstellen, was Monday.com überhaupt ist, wofür Monday.com verwendet werden kann. Im zweiten Schritt gehen wir dann genau in die Integration rein und zeigen Ihnen live die Integration zu verschiedenen Systemen. Und wie Lydia eben schon erwähnt hat, haben wir im Anschluss natürlich auch noch Zeit, um Ihre Fragen zu beantworten. Würde ich Ihnen gerne noch einmal ganz kurz zeigen bzw. erklären, wofür Monday.com überhaupt konzipiert wurde und wofür, für welchen Use Case Monday.com gedacht ist. Wir haben hier einmal die verschiedenen oder typische Abteilungen in einem Unternehmen, sei es die Sales-Abteilung, die Marketing-Abteilung, HR-Abteilung, wo wir gleich auch nochmal in der Demo dazu kommen. Und alle diese Abteilungen haben natürlich mehrere Teams. Möglicherweise gibt es hier auch schon einzelne Informationsbrüche zwischen den Teams, sodass die Teammitglieder in den einzelnen Abteilungen nicht alle auf dem gleichen Stand sind, beziehungsweise auch nicht alle Informationen der anderen Teams zur Verfügung haben. Und wir haben natürlich eine ganze Reihe an verschiedenen Produkten, die in den verschiedenen Abteilungen zum Einsatz kommen. Sei es ein Jira, sei es eine Dropbox, Mailchimp im Marketing und so weiter. Das heißt, wir haben hier losgelöste Tools, die erstmal nicht miteinander in Verbindung stehen, die meistens nicht mit Schnittstellen verknüpft worden sind, die aber natürlich beispielsweise auch wenn es hier um Mail-Automatisierung im Marketing geht, natürlich nicht so einfach ersetzt werden können. Der Ansatz ist es, diese Silos, die dadurch entstehen, diese Informationssilos aufzubrechen. Und dafür hat Monday.com oder dafür ist Monday.com entwickelt worden. Wir wollen die Abteilungen miteinander verknüpfen, die Abteilungen näher zusammenbringen, den Informationsaustausch näher bringen. Denn Monday.com ist so variabel aufgebaut und so flexibel, dass wir hier sowohl die Anforderungen aus der Marketingabteilung als auch beispielsweise Anforderungen aus dem Sales-Bereich oder aus der Product-Entwicklung hier mit abbilden können. Und wie diese Integrationen genau aussehen, dafür haben wir uns ein paar Beispiele für heute rausgesucht. Ich zeige Ihnen noch mal ganz kurz einen Überblick über die aktuellen Integrationen, die es derzeit gibt. Das ist jetzt das, was aktuell zur Verfügung steht im Bereich Monday.com. Wir werden hier uns auch hauptsächlich auf die Jira-Integration heute konzentrieren. Outlook, Teams, JotForm. Das wächst nach und nach. Bei Monday.com werden regelmäßig neue Integrationen weiterentwickelt und auch neue Integrationen entwickelt. Sie sehen es hier auch an den Schaltflächen. Hier sind einige neue Integrationen dazugekommen. Das wird nach und nach auch immer mehr. Zudem hat man hier auch grundsätzlich die Möglichkeit, mit Zapier natürlich auch noch weitere Systeme anzubinden. Gut. Da kommen wir gleich zu. Jetzt würde ich erstmal an Anteil übergeben, der uns die ersten Integrationen zeigt. Ja, genau, perfekt. Vielen Dank, Dennis. Dann übernehme ich die Steuerung einfach mal und übertrage meinen Bildschirm. Und Sie müssten jetzt mein Monday.com sehen, oder? Wir sehen hier unseren Content-Kalender. Ich möchte jetzt einfach mal mit einer sehr einfachen Integration anfangen, um einen super typischen Use Case zu zeigen, den es bei uns auch letztens zum Beispiel wieder gab, nämlich die Synchronisation von Deadlines oder Publish Dates hier zum Beispiel.